Kapitel 5. Die Todessense. In Joes Apartment am 20. Februar 1945. Na, mein Hübscher? Hallo. Oh. Hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich... Ach ja. Wäre nett gewesen. Hm. Vielleicht nächstes Mal. Ciao. Ciao. Oh, mein lieber Schwager. Das war Joes, glaube ich. Oder ich hatte keine. Nee. So, jetzt müssen wir zum Mittagessen mit Joe und in Freddys Bar. Simon schnell umfix. Und raus da. Jetzt aber raus hier. So. Bin mal gespannt, was da wieder gibt für mich als Mission. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil der Hund ist weg da unten schon. Das ist gut. Also gut, dann freue ich mich schon auf die nächste Mission. Ach so. Scheiße! Dämliche Kuh! Genau, die Mission. Hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Klar? Zaubern wir erstmal auf die Fresse. Ja, eine von ihnen. Ich glaube, da gibt's eine auf Small. Wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Nein. Sieh dir meinen Schlitten an! Ja, voll der Scheiß. Jetzt mach! Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Ah, ja, gut gelaunt ist was anderes, ne? Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann bleckst du für den Schaden. Noch ein Wort und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das kämpfen wir doch nicht? Doch. Jawohl, jetzt geht's erstmal hier. Komm, Gabby. Und bam, bam. Was gibt's noch? Was ist noch drauf? Ey, geil. Wieder so ein Combo. Ich habe das noch nie gemacht. So. Und jetzt zweimal schon im Let's Play. Das ist heftig. Geil. Danke, Süße. Hast was gut bei mir. Kann nur positiv. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Nein. Danke. Vielleicht später. Jetzt kann ja nur positiv ausgehen. Es wird dir gefallen. Nein. Versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Die Frau geht mir ganz schön auf den Sack. Ja, komm. Wir haben Geld von der gekriegt. Auch nicht schlecht. Na, das kaufen wir uns dann von 50 Euro. Vielleicht lassen wir den Wagen reparieren. Ach, der hat gar keinen Kratzer. Geil. Nicht schlecht. So. Also irgendwie kommt der Wagen mir schneller vor, vom Handling auch besser. Ich weiß nicht, ob das... Warte mal. Wir haben den Wagen doch da stehen lassen beim, bei diesem Juwelier. Wie kommt denn der jetzt auf einmal in unsere Garage? Sag bloß, der Wagen kommt wieder zurück. In die Garage. Das ist ja geil. Nicht schlecht. Krass. Also ich wusste das nicht. Oh, jetzt haben wir uns zu viel aufs Quatschen konzentriert. Wir sind total falsch gefahren. Ja, Gott. Ganz woanders hin. Jetzt bin ich so einen Umweg gefahren. Und da hätten wir auch wieder reingemusst. So, jetzt. Aber. Bier! Und ne, da nicht. Alte Oma da. Dann steigen wir mal aus. Und. Ups, falsche Taste. Gehen wir mal raus. So, jetzt. Zack, zack, zack. Da. Das Kartoffeln, das sieht aus wie Eier. Auch nicht schlecht. Du bist aber früh unterwegs. Dankeschön. Hey, Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Hallo. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit.
Salute. Salute. Da kriege ich auch Durst. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Oh, oh. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Hm. Ist natürlich eure Entscheidung. Bin mir da nicht so sicher. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, Jungs. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich habe alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Gibt's Ärger. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Krass. Nicht schlecht. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Kiste. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Hm. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Harry Hirsch. Ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Dankeschön. Gut, dann machen wir uns auch mal auf die Reise nach Harry Hirsch. Harrylein. Herrl. Ja, bis dann. Tschö. So. Wo wohnt er eigentlich? Also, wo ist er eigentlich? Das Gute ist auch, dass er uns da unten anzeigt, wo wir hin müssen. Ich meine, das war schon bei GTA zwar so, aber... Also bei GTA 4 schon so. Und ich muss sagen, das war das erste Spiel, was mir so richtig gefallen hat. Also grafisch und vom Inhalt auch her. Nur ein paar Sachen waren halt ziemlich buggy, dass man halt... Also nicht buggy, sondern nervend. Dass man zum Beispiel bei einer Mission, dann ruft dich irgendein Freund an und will mit dir bowlen gehen. Das war schon ein bisschen nervig. Aber naja. Was könnte man denn noch so erzählen? Achso, hier ist ein Kleidungsgeschäft. Da werden wir uns bald unsere erste Kleidung holen. Aber so viel verrate ich jetzt schon mal. Den Rest sage ich nicht. Nö, das mache ich nicht. Also ich finde, die Karre ist echt besser geworden. Ich kann euch gleich mal vielleicht zeigen, wenn wir einen Bullen sehen, mit diesem Trick, ob der funktioniert. Also vorbeifahren und dann anhalten. Also nicht anhalten, sondern vom Gas loslassen.
Wenn man die Polizei mal braucht, dann sind die da. Hier. So. Da sind wir mal gejumpt. Hier war vor kurzem einer, der sah aus wie Hitman. Den habe ich da überfahren. Habe ich noch gesagt, der sieht aus wie Hitman. Dann sagt Albert so, der sieht nicht aus wie Hitman. Hitman hat keinen Overall an und keinen Hut. Ja, ich meine ja nur vom Aussehen her, vom Typ. Nein, der hat einen Strichcode. Aber na, egal. Da ist er ja schon. Total unauffällig hier. Army, Navy und... Ja, guck mal hier, so ein Schild. Mit Waffen drauf. Kommt doch nie die Polizei irgendwie mal drauf, da zu gucken, ob da ein kleiner illegaler Waffenladen ist. Ding dong. Wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Rein mit dir. Jo, sehr nett, werden wir schon mal hier empfangen. Sieht auch sehr schön eingerichtet aus. Oh, jetzt geht die Post, aber wir haben die Tür zugemacht. Yeah. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Crowds lassen. Prachtsteck. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Aber wenn es kein verfluchter Panzer ist, dann Sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du? Lass mich raten. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. Brauch nicht gerade ein Spaziergang. Ja, und... Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir an einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Sie sind so Kriegsgeschichten, ja. Egal, für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Ich muss jetzt wirklich los. Na so. Klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Tschüss. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu. Alles schon bezahlt. Oh, das ist gut. Gut, dann werden wir jetzt rausgehen. Man sieht sich, Vito. Ja, tschüss. Und uns die 1000 Schuss aus dem Hof holen. Und man sieht schon hier, das ist schweres Geschütz. Also dieser Laden hat schon ein höheres Kaliber als die anderen. Hier ist nämlich ein Maschinengewehr auf der Karte abgebildet. Bei den anderen ist nur so eine Pistole, bei den anderen Waffenladen. Und das muss schon was heißen. Wo sind eigentlich jetzt die Schuss, diese Munition, kannst du da, die wir suchen? Die ist hier nicht. Und da ist mein Wagen. Oh, jetzt müssen wir mit diesem Schrottwagen wieder fahren. Toll. So einen alten Schubert. Schubert 38. Egal. Ja, geh zurück, du Fotze. Egal. Gut. Dann fahren wir jetzt in dieses... Gebäude da gegenüber von so einer Fabrik, wo wir dann diesen einen abmuxen müssen. Und gut. Dum, 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 dum. 40er Limit. Jetzt fahren wir nochmal hier hoch. Wo waren wir eigentlich, bevor wir jetzt diese Mission angefangen? Also bevor wir jetzt hier zu Harry gefahren sind, da haben wir doch irgendwas besprochen. Ich komme nicht mehr drauf.